So. Hallo, spreche ich mit Hartmut? Das ist mein Vorname. Mit Ihnen. Ja, schön, dass ich Sie erreiche. Ich rufe Sie an von der Firma Greenline Pro. Guten Tag, spreche ich mit Herrn Knusprig? Knusprig, ja, knusprig, knusprig. Sehr angenehm, Herr, am Apparat ist Michel Torres. Ich rufe Sie vom Finanzmarkt an. Ja, es geht um Onlinehandel. Ja, wie ist Ihr Name nochmal? Ich hab's nicht richtig verstanden. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder zwei Telefonate mitgebracht. Zwei Telefonate, wo es wie immer um die Trading-Abzocke geht, wo man euch um euer Geld berauben möchte. Also letztendlich möchte man euch dazu anwerben, bei irgendeinem Trading-Unternehmen einzuzahlen, um irgendwelche Profite damit zu generieren, am Börsenmarkt bzw. mit Aktien oder Kryptowährungen. Nur letztendlich, was die Betrüger hier am Telefon nicht erwähnen, dass die Webseite sich spätestens nach einem halben Jahr aus dem Staub macht, niemand mehr zu erreichen ist, die Telefonnummern gar nicht rückrufbar sind. Naja, und E-Mail-Adressen und so weiter gibt es auch nicht wirklich, um die Mitarbeiter zu erreichen. Das heißt, wer dort einzahlt, ist sein Geld komplett los. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen zwei Telefonaten. Oh. Hallo, spreche ich mit Hartmut? Das ist mein Vorname. Mit Ihnen. Ja, schön, dass ich Sie erreiche. Ich rufe Sie an von der Firma Greenline Pro. Von der Tankstelle. Sie haben sich bei uns eingerufen. Nicht von der Tankstelle. Von der Greenline Pro. Ja, aber das ist doch bei uns eine Tankstelle. Investment. Bei uns ist das eine Tankstelle. Aber nicht mit Pro dahinter, vielleicht Green, aber nicht Greenline Pro. Doch. Schön, dass es bei Ihnen eine Tankstelle ist, wir sind aber eine Firma, Sie können uns auch googeln. So, aber eine Tankstelle ist doch auch eine Firma. Ja, aber keine Firma an der Börse. Ach so. Herr Schimmeldorn, möchten Sie hier investieren? Sie haben sich hier angemeldet, deswegen. Wie meinen Sie das? Sie haben sich hier registriert mit Ihrer Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Ihren Namen, um online zu investieren. An der Börse. Kann sein, ja, das war so eine Werbung. Bitte? Ja, bei Ihnen ist ganz schön laut da im Hintergrund. Ja, wir sind in einem Großraumbüro. Also im Callcenter. Genau. Aber es geht ja jetzt darum, dass Sie sich hier registriert haben, nicht wo ich sitze. Ach so. Können Sie bitte mit mir sprechen? Mach ich doch. Haben Sie denn noch Interesse daran? Woran denn? An den Online-Investment an der Börse. Ach so, was habe ich denn davon? Da können Sie sich finanziell verbessern. Ach so, ja. Sie haben sich doch hier registriert. Sie müssen doch wissen, wofür Sie sich registrieren. Naja, da war ja nur so eine Werbung, da stand ja nichts. Ja, aber da stand ja schon, was Sie machen. Die Werbung hat ja ausgesagt, was Sie hier machen. In ja. Kryptowährungen investieren und da haben Sie sich ja deswegen angemeldet. Ja, aber da bestand ja keine Beschreibung, wie das geht und was ich da machen muss. Genau deswegen rufe ich Sie ja an. Ach so. Aber haben Sie denn Interesse oder nicht? Ja, weiß ich nicht, wenn ich was davon habe, dann schon. Ja, wenn Sie investieren am Finanzmarkt, haben Sie die Möglichkeit, Gewinne zu machen, aber Sie müssen dafür erstmal investieren. Okay. Wollen Sie das denn mal ausprobieren? Ja, wenn Sie mir sagen, wie das geht. Sie müssten sich bei uns einen Account einrichten, wo Sie Dokumente einreichen, wo ich mit Ihnen einen Fragebogen mache und wo Sie 250 Euro einzahlen. Und dann können Sie mit Ihrem Account Manager loslegen mit dem Handeln an der Börse. Also und Sie haben den jemanden, der Sie an die Hand nimmt und er das mit Ihnen zusammen macht. Aber ich dachte, ich habe schon einen Account, haben Sie doch eingangs gesagt. Nein, ich habe gesagt, Sie haben sich bei uns angemeldet. Ja, wenn ich mich irgendwo registriert habe, dann ist doch der Account schon aber da. Aber es ist kein, nein, es ist keine Account-Aktivierung. Ach so. Sie haben eine Voranmeldung gemacht, damit ich Sie anrufen kann und fragen kann, ob Sie interessiert sind, das auszuprobieren. Und wenn Sie ja sagen, können wir zusammen einen Account für Sie einrichten. Ach so. Ohne Dokumente können Sie am Finanzmarkt nicht handeln. Es geht ja auch um das Geldwäschesystem. Also die nette Dame hier, die hat ja wieder jede Menge haaresträubende Geschichten, die sie hier erzählen kann. Tja, also ich meine, ihr hört es ja schon an meiner Gesprächsführung, dass ich nicht sonderlich von dem beeindruckt bin, was sie mir hier vorträgt. Denn letztendlich ist diese Firma nichts anderes wie alle anderen,
ja, einfach ein komisches Unternehmen, wo man nicht nachvollziehen kann, warum die die Daten von einem gekauft haben und wozu. Naja, und aufgrund dieser unseriösen Gesprächsführung rutschen die auf jeden Fall in die Kategorie, na, da lieber nicht einzahlen. Denn die ruft ja letztendlich hier auch einfach so an, ohne eine Erlaubnis dafür zu besitzen. Und sie ist auch ziemlich genervt und aggro, habe ich hier das Gefühl. Machen wir mal weiter. Das Geldwäschesystem. Natürlich, Herr Schimmeldorn. Schimmeldöner. Döner, also bei mir sind keine Ü-Striche. Ja, Döner schreibt man ja auch nicht mit Ü-Striche, sondern mit Ö. Ja, aber es sind keine Striche da. Es steht Döner da. Ja, dann deswegen hat das euer System falsch übernommen. Nee, dann haben Sie sich nicht ordentlich angemeldet. Doch, habe ich gemacht. Wollen Sie das denn ausprobieren? Oder nicht? Ja, wenn Sie meinen Namen da richtig machen, dann ja. Ihr Name ist doch so, wie Sie es eingetragen haben. Nee, ich habe haben mich Sie nicht ja grade, für Sie hier angemeldet. Haben Sie ja gerade gesagt, dass das da falsch ist. Ja, hier fehlen die Ü-Stiche. Ja, Döner schreibt man nicht mit Ü, sondern mit Ö. Ö. Ja, aber Sie haben Ü Sie gesagt. Sie hören mir nicht zu. Nein, ich sage Ö. Ach so, deswegen haben Sie gerade Ü gesagt. Sind die Ü-Stiche. Ja, Döner schreibt man nicht mit Ü. Ganz genau. Und ehrlich ist die Tante auch nicht zu uns. Sie hat das zweite Mal hier ganz deutlich Ü gesagt. Außerdem hat die nette Tante auch davor, also vor der Einspielung gerade eben, sogar richtig Ü-Striche gesagt. Kann ich euch auch nochmal beweisen. Döner, also bei mir sind keine Ü-Striche. Ja, Döner schreibt man ja auch nicht mit Ü-Striche, sondern mit Ö. Tja, aber sie ist wohl der Meinung, dass sie sich hier weiter rausreden muss. Ich habe Ö gesagt. Also Sie sind ganz schön unfreundlich, ne? Ja, und Sie sind ganz, Sie stellen sich ganz schön blöd. Ja, also mit Ihnen mache ich bestimmt keine Geschäfte. Ja, mit Ihnen möchte ich auch keine Geschäfte machen, weil ich komme mir ein bisschen verarscht vor. Ja, Sie werden ja auch verarscht, Sie scheiß Betrüger. Deswegen, ich habe es ja schon gemerkt, Sie sind der Betrüger. Nein. Der Schimmeldöner. Du bist eine Kriminelle. Du bist eine Kriminelle. Ah, ich bin eine Kriminelle. Ja, alles du bist privat klar. Eine Kriminelle. Ich bin privat eine Kriminelle. Du solltest dich was schämen. Klar. Deine Eltern sind bestimmt stolz auf so eine kriminelle Abzockerin wie dich. Und deine Eltern sind stolz und du küsst deine Eltern mit dem Mund, mit dem dreckigen Mund. Weißt du was? Du bei dir kommt ja nur Scheiße raus. Anrufe am Tag bekommen. Ja, hoffe ich doch, denn wenn es noch ein paar mehr Videos. Wer heißt denn Schimmeldöner? Ja, du. Und Schimmeldöner ist so voll Idiot. Ja, dein Name ist doch genauso fake, du Scheißbetrüger. Nein, bin ich nicht, du Spast, Alter. Beleidige mich Betrüger, Scheißbetrüger, Kriminelle, Scheißbetrüger, Kriminelle, Scheißbetrüger, Kriminelle, Scheißbetrüger, Kriminelle. Hurensohn, Hurensohn. Scheißbetrüger, Kriminelle. Hurensohn, hast den ganzen Tag nichts Besseres in deinem Leben gelernt und hast nichts Besseres zu tun, wie und deswegen Leute, sitzt du in einem, so einem und deswegen sitzt du in einem Callcenter und beklaust die Leute. Du willst wissen, ob diese Firma reguliert ist oder nicht, du Spast, Alter. Na, an deiner Aussprache, du. Na, und dann hat sie uns ja doch relativ plötzlich verlassen, die nette Kakerlake. Aber, naja, ich meine, ihr habt ja mitgekriegt, was sie hier gesagt hat und wie sie ausgerastet ist und wie ihre ganze Gesamtstimmung war zu diesem, ja, kompletten Telefonat hier. Nett war diese Dame auf jeden Fall nicht. Sie konnte nicht mal meinen Namen vernünftig aussprechen, dann hat sie sich über meinen Namen lustig gemacht. Naja, und der Rest, den hat sie ja ganz alleine bewiesen. Ich meine, ich habe sie letztendlich nur Scheißbetrügerin genannt, weil es ist auch einfach ein Fakt. Aber, naja, das hat sie wohl nicht so hingenommen und war denn der Meinung, zu wissen, wo meine Mutter arbeitet. Und die anderen Ausdrücke, die sie so verwendet hat. Einfach nur noch widerlich, was da für Menschen am Telefon sitzen. Und die wollen von euch Geld haben und tun so, als wären sie von einem seriösen Unternehmen und sogar von einer Tradingbank, die, naja, für euch Profite erwirtschaften wollen. Ich glaube nicht, dass man hier jemals mit irgendeinem Cent aus diesem Haus rausgehen wird. Das Einzige, was passiert, ist, dass ihr das Geld, was ihr überwiesen habt, komplett los seid und die sich nie wieder bei euch melden. Oder im schlimmsten Fall danach noch jemand Nettes anruft und noch mehr Kohle locker macht bei euch, um sich dann nie wieder zu melden. Denn so ist das ja Vorgehen von solchen Geschäften, die so am Telefon mit euch sprechen. Machen wir mal mit dem nächsten Telefonat weiter. Guten Tag, spreche ich mit Herr Knusprig? Knusprig, ja, Knusprig. Sehr angenehm, Herr, am Apparat ist Michel Torres, ich rufe Sie vom Finanzmarkt an. Ja, es geht um Onlinehandel. Ja, wie ist Ihr Name nochmal? Ich hab's denn nicht richtig verstanden.
Es geht um Onlinehandel. Sie haben sich angemeldet, richtig? Ja, aber wie ist denn Ihr Name? Ich habe den nicht verstanden. Warum haben Sie mich nicht verstanden? Ja, weiß ich nicht, warum ich den nicht verstanden habe, aber sagen Sie doch einfach nochmal Ihren Namen. Also mein Name ist Michel Torres. Okay. Sie haben eine Registrierung gemacht bei uns, ja? Ja, kann sein. Okay. So, jetzt bin ich da, um Ihnen zu helfen, Ihr Konto erfolgreich aktivieren, ja, damit können Sie Ihr Handel beginnen. Oh ja, prima. Okay. Darf ich wissen, haben Sie schon Erfahrung oder ist das Ihr erstes Mal? Was meinen Sie genau? Wie bitte? Na, was meinen Sie denn genau? So, haben Sie schon einmal Geld investiert oder noch nicht? Ja, ja, das habe ich schon mal bei der Sparkasse, habe ich schon mal Geld investiert. Ach so, mit Bank haben Sie das? Ja, bei der Sparkasse. Okay. Und haben Sie schon entschieden, mit welchem Betrag möchten Sie Ihr Handel beginnen? Ja, ich denke mal so an 45 Euro. 45? Ja, dachte ich jetzt erstmal so. So, unser minimaler Betrag ist 250 Euro, ja? So teuer. Möchten Sie mit minimalem Betrag beginnen? Na, aber warum ist denn das so viel Geld? Bei der Sparkasse kann ich auch mit 45 Euro anfangen. Weil das ist Onlinehandel, also jetzt ist das profitabel, also mit 250 beginnen, ja, damit können Sie mehr Profit haben. Weil wir sind in diesem Situation, also und Preis von Kryptowährungen steigen sehr schnell, ja. Und zum Beispiel, also mit Oilhandeln auch ist sehr profitabel. Mit Eulen? So, bei uns ist es so, ja, mit 250 Euro können Sie Handel beginnen. Oh, okay, Ja, dann müssen wir das ja so machen, wenn Sie sagen, das geht nicht mit 40 Euro. 40 Euro müssen Sie? Na, wenn Sie sagen, das geht nicht, dann müssen wir das ja so machen, wie Sie das sagen. Sonst hätte ich mal 40 Euro eingezahlt. Leider können Sie nicht mit 40 Euro beginnen, Ihr Handel bleibt so. Ja. Können wir einfach mit 250 Euro Handel beginnen und von unserer Seite kriegen Sie auch 30% von Ihrer Investition als Bonus gibt, ja? Oh ja, wenn es einen Bonus gibt, das ist dann immer ganz entzückend, da nehme ich dann manchmal einen Dollar mit. Ach so. Ja. Okay, und ja. Möchten Sie auch mit Robotsystem arbeiten? Also bei uns haben Sie diese Möglichkeit, aktivieren Trade-Programm, die arbeitet mit vollautomatischem Robotsystem, ja? Ach, da kriegst du denn so ein Robotergeschenk dazu, oder wie? Das arbeitet mit Algorithmus, mit Statistik, zum Beispiel, wenn der Preis von Bitcoin sinkt, ja? Wir werden das vorauswissen und unsere Finanzberater werden, also die beste Variante für Sie zu finden. Oh ja, das ist ja niedlich. Schauen wir mal dazu, Wie bitte? Ja, dann machen wir das so. Okay. Und, also ich höre meine Stimme. Haben Sie Lautsprecher an? Ja, ich habe da Lautsprecher an. Okay, dann können wir also mit Ihr Konto aktivieren, ja? Danach können Sie schon mit Ihrem Finanzberater sprechen. Ja. Wir arbeiten die beste Finanzberater. Und während Ihrer Handel, also Sie werden Ihr eigenes Finanzberater haben, ja? Während Ihrer Handel, wenn Sie etwa Probleme, wenn Sie etwa Fragen haben, können Sie einfach mit Ihrem Finanzberater in Kontakt sein. Ihr Finanzberater wird Ihnen helfen, ja? Ja, das ist mein komplett eigener Finanzberater. Den kannst du dann behalten, oder wie? Wie bitte? Den kannst du dann behalten, ist der meiner, oder wie? Genau. Ah ja, prima. Das klingt gut. Okay. Und darf ich wissen, welche Zahlungsmethode benutzen Sie? Haben Sie zum Beispiel PayPal oder... Was gibt's denn da noch so Schönes bei euch? Zum Beispiel für die Aktivierung, wir brauchen also entweder Kreditkarte, entweder weiß ich nicht, also PayPal oder brauchen wir Online-Banking, ja? Damit können Sie diese Transaktion bestätigen. Ja, dann wird es mit einer Dongs-Bankkarte bezahlen. Okay, kein Problem. Und machen Sie das mit dem Handy oder mit dem Computer? Wo ist denn da der Unterschied? Also ich soll einen Link schicken, ja? Ja. Und können wir zusammen also eine Formular ausfüllen und diese Transaktion mit Online-Banking bestätigen, ja? Mhm. Darf ich wissen, ist das Ihre E-Mail-Adresse? Gerhard Huschrauber @md ccfun.de Ja, ndccfun.de, ja. Okay. Öffnen Sie bitte. Was denn? Jetzt werde ich Link schicken. Moment.
zusammen. Ja, hier haben wir wieder so eine schöne Vorzeigepüppi mit einer Quietschestimme, die, naja, von Anfang an eigentlich nichts anderes im Sinn hat, als irgendwie ganz schnell an die Kohle zu kommen und das Geschäft möglichst schnell abzuwickeln. Möglichst in 5 bis 10 Minuten soll die Kohle schon auf deren Konto eingetroffen sein. So stellen die Betrüger sich das dem Anschein nach vor. Das Schlimme ist, die Betrüger, die geben sich mittlerweile wirklich gar keine Mühe mehr. Also nicht mal im Ansatz. Man schüttelt die ziemlich schnell ab. Vom Prinzip her ist es ja wunderbar, dass sie die Leute nicht so betrügen können. Aber wenn man sich mal überlegt, was das hier für eine Qualität ist und dass das wirklich funktioniert hier bei uns, nur noch gruselig und traurig. Fabi? Was denn? Also Sie sollen eine Nachricht von Michel Torres bekommen. Auch wohl per E-Mail oder wie? Genau, ja. Auf dem, ich muss erstmal schnell die Waschmaschine anstellen. Wie bitte? Den Schleuderkasten muss ich mal anstellen, schnell. Also bei mir zeigt es, also Ihre E-Mail-Adresse ist falsch. Nee. Benutzen Sie WhatsApp? Was ist denn falsch an meiner E-Mail-Adresse? Ja, also Sie, vielleicht haben Sie etwa Fehler geschrieben, Fehler gemacht. Dort steht eine falsche E-Mail-Adresse. Also die Blitzbirne will jetzt wirklich die Schuld bei mir suchen und sagen, dass ich dann einen Fehler gemacht habe, nachdem sie mich gefragt hat, ob die E-Mail-Adresse so richtig ist und sie die ja schon einmal überprüft hat, nachdem ich das mal im System irgendwann mal irgendwo bei einer Werbung eingetragen habe und sie das ja nur übernehmen muss. Also sie hat doch jetzt hier sogar schon abgeglichen, dass die E-Mail-Adresse so stimmt. Und dann kommt keine E-Mail an? Tja, dann kann es wohl nicht an mir liegen, sondern eher an der Blitzbirne auf der anderen Seite der Leitung. Na, dann lesen Sie mal nochmal vor, dann korrigieren wir die, wenn die da was falsch ist. Moment, bitte. Ja. Haben Sie auch Kreditkarte? Na, hab ich schon gesagt, ja, sind Dankeschön. Okay, möchten Sie, also ich kann von meiner Seite das machen, also Ihr Konto aktivieren und können Sie das bestätigen von Ihrer Seite mit Ihrem Online-Banking? Passt das Ihnen? Was meinen Sie denn? Sie fangen so viele Sachen an und machen nicht fertig. Das, also Sie haben mir noch nicht Ihre Frage beantwortet. Sie haben mir noch nicht mal gesagt, was der Unterschied ist, ob ich nur ein PC oder ein Handy verwende. Dann haben Sie mir nicht gesagt, welches Konto besser ist. Dann haben Sie nicht mal gesagt, dass ich eine schöne Kreditkarte habe mit den Dongsbang. Ja, nur wenn Sie schon alles alleine machen. Sie sind ganz schön schnell. Anstatt mal irgendwie eine Frage zu beantworten, die Sie hier so gestellt haben. Oder so. Ja. Also Sie haben auch keine WhatsApp, ne? Ja? Hab ich nicht gesagt. Was nö? Nö, sind Sie still. Aha. Also Ihre E-Mail-Adresse steht, also ist falsch, ja? Deswegen, also ich kann keine... Ja, dann müssen wir die E-Mail-Adresse prüfen. Dann müssen wir gucken, wo der Fehler ist. Okay. Aber dann lies mal nochmal vor, dass er da stehen ist. Okay, wenn Sie möchten, ich kann von meiner Seite das machen, ja? Na, so, sagen Sie doch mal, was da jetzt steht bei Ihrer E-Mail-Adresse. Dann guck ich, ob der richtig ist. Okay, jetzt kann ich meine E-Mail-Adresse geben, ja? Nee, Sie sollen mir meine E-Mail-Adresse nochmal sagen, dann guck ich, wo der Fehler ist. Okay. Hm. Sagen Sie mal. Möchten Sie meine E-Mail-Adresse? Schreiben Sie mir also eine Nachricht. Können Sie eigentlich Deutsch? Okay. Ich muss ja schon sagen, das ist richtig interessante Gesprächsführung von Ihrer Seite. So, dann schmeiße ich mal hier aus mal die Spülmaschine an. So, dann kriegen wir aber ein paar saubere Schlipper. Darf ich wissen, ist das Ihre, also können Sie nochmal Ihre E-Mail-Adresse sagen? Na, Sie haben doch die richtig vorgelesen, die E-Mail-Adresse. Ja. Gerald Hubstauber at mbzfun. S-U-N. Aha. Und dann .de. .de, ja genau. Da, so ist ja, er richtig. Ja, aber bei mir steht es also falsch. Na, die ist aber nicht falsch, die geht. Das ist von meinem Internetanbieter. Okay.
Haben Sie gesagt, müssen Sie mit 250 beginnen oder müssen Sie mehr investieren? Ich hätte ja 45 gemacht, aber Sie haben ja gesagt, ich muss hier die 250 Glocken gleich machen. Okay. Also, und welche Zahlungsmethode benutzen Sie? Können Sie nochmal sagen? Na, der Dongzhuang. Wie bitte? Der Dongzhuang. Haben Sie Kreditkarte noch, ja? Noch bestimmt gesagt, ja. Welche Bank ist das? Das ist auch von der Bank. Da muss ich erst mal gucken, wie die heißt. Das wüsste ich schon nicht aus dem Kopf. Okay, gucken Sie. Was denn? Und Sie haben da ein bisschen Party im Hintergrund? Wie bitte? Und bei Ihnen ist ein bisschen Party? Party, Party? Bei uns, also? Ja, ist laut. Nein, haben wir kein Party. Was denn? Was meinen Sie? Ist ja gar warum nicht. Haben Sie so gemeint? Warum glauben Sie? Ja, weil bei Ihnen doch so laute Musik im Hintergrund ist. Ja. Wie immer hören Musik, das ist normal bei uns. Ach so, nur das ist ja fein. Aha. Haben Sie etwa Probleme mit Musik? Nö. Ne? Ich hätte ja auch gerne so ein bisschen Musik, aber... Und jetzt, welche Bank benutzen Sie? Haben Sie Geschäft oder? Also, warte, dann muss ich gucken. Jetzt haben wir uns ja so nett unterhalten, die haben sich gesagt, da muss ich mal auf der Karte gucken. Entschuldige mal die Karte. Hier ist ja gleich in der Nähe. Das ist die Kyungyang-Bank. Kyungyang-Bank. Ah, sehr schön. Ja. Und das ist Visa oder Master? Ja, Dongzhuang. Ja, oder ja. Das ist Visa oder Master? Na, Dongzhuang. Okay. Also, Ihre Karte ist Visa oder Mastercard? Noch nichts von beiden. Das ist eine Dongzhuang-Kreditkarte. Okay. Es beginnt also mit 4 oder mit 5? Mit einer 6. 6, sehr schön. Also das bedeutet, das ist Visa-Karte. Nee, ein Dongzhuang. Ah, sehr schön, ja. Ja. Tschüss. Was? Und da hat sie dann tatsächlich einfach das Gespräch beendet. Ohne Sinn und Verstand hat sie hier die gesamte Gesprächsführung, ja, hingekotzt. Besser kann man es wirklich nicht sagen. Denn Deutsch war das hier definitiv nicht, was sie von sich gegeben hat. Allenfalls Kakerlakendeutsch. Mehr leider nicht. Aber, naja, umso besser. Denn wenn man so schlechtes, gebrochenes Deutsch spricht, kein Wort versteht von dem, was der Kunde eigentlich sagt und irgendwas nicht so dem Leitfaden entspricht, tja, schon sind sie raus aus dem Konzept und wissen nicht mehr, was sie noch tun sollen. Umso besser. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit vielen weiteren Videos auf dem Kanal und schaut auch gerne mal unter Callcenter Abzocke auf Instagram vorbei. Den Link findet ihr direkt auf der Kanalseite von Callcenter Abzocke hier auf YouTube oder direkt unterm Video in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Ciao, ciao.